Moin Leute, herzlich willkommen wieder hier auf meinem Kanal auf YouTube. Längere Zeit habe ich ja nichts mehr gebracht, aber passt das natürlich auf jeden Fall zu Army of the Dead. Ich habe nämlich diesen gehypten Film, der jetzt ja morgen auf Netflix kommt, geschaut. Und wie er mir gefallen hat, das sage ich nämlich jetzt im Nerd-Check. Es ist wohl das Jahr der Zack Snyders. Nach Justice League in Snyder Cut kommt jetzt nämlich Army of the Dead auf Netflix raus. Nicht im Kino hier in Deutschland, wie in den USA, sondern hier auf Netflix. Morgen, den 21.05.2021. Natürlich mit einer langen Laufzeit von 2 Stunden und 28 Minuten hat Zack Snyder nicht nur Regie geführt, sondern war auch Autor und auch als Kameramann tätig. Der wurde natürlich auch sehr gehypt. In Amerika kann man teilweise lesen, sprechen sie von Meisterwerk, der Trailer sah ja nicht schlecht aus. Aber ich muss ein vorweg sagen, ein wenig war ich schon ein bisschen enttäuscht. Kommen wir aber erstmal zu den guten Sachen, die ich wirklich sehr gut fand. Auf jeden Fall ist natürlich die Kameraführung. Das hat er wirklich gut das hat er schon bei Justice League mit Zack Snyder Cut, sag ich mal, gezeigt, was er kann, diese Bilder einzufangen. Und das muss man auch einfach als Pluspunkt hier sehen in diesen Streifen. Natürlich hat er so ein bisschen Genre-Mix gemacht aus vielen verschiedenen Filmen wie World War Z, I'm Legend und natürlich anderen Sachen. Ich glaube auch, das einfach so ein bisschen als Hommage. Was man vielleicht nochmal sagen kann, ist natürlich, dass vielleicht auch Army of the Dead eine kleine Weiterführung ist von Dawn of the Dead. Weil man merkt so ein bisschen, die schnellen Zombies sind wieder da und so weiter. Ich will es hier auch nicht spoilern, aber es ist so schon ein anderer Zombie-Film an sich, weil man sieht auch andere Sachen, die man noch gar nicht gesehen hat. Zum Beispiel, wenn eine Liebe zwischen Zombies passiert, das hat man ja auch nicht alles zutage, sag ich mal, in solchen Zombie-Filmen. Das ist dann vielleicht auch nicht so schlecht. Aber da muss man auch sagen, ist der Plot, die Handlung einfach so ein bisschen zu schwach gestaltet von ihnen. Und ich habe mir ein bisschen was Besseres erwartet. Klar, es bricht ein Zombie aus, es kommt überhaupt zu einer Epidemie, wo die ganzen Zombies entstehen in Las Vegas. Und eine Truppe will da Geld rausholen, wird dann zum Heist-Film und es mutiert dann zum Zombie-Drama-Film, ne, mit Action-Szenen und schrägen Charakteren und Figuren, die natürlich auch nochmal das Pluspunkt sind an diesem Film. Kommen wir erstmal dann zu den Figuren. Viele haben sich aufgeregt, Matthias Schweighöfer. Er ist hier der Dieter und ich muss euch sagen, ganz ehrlich, er hat ihn wirklich sehr gut verkörpert. Dann im Gegenzug haben wir noch Dave Bautista, den man natürlich als Drax kennt aus den Marvel-Filmen. Und Dave Bautista, muss ich sagen, der hatte richtig geile Szenen gehabt. Coole Action-Szenen, sehr gut choreografiert. Das kommt ein bisschen am Schluss, wo ich gedacht habe, wow, das wurde gut angefangen, das hat er gut gemacht. Auch so finde ich, dass er nicht so ein schlechter Schauspieler ist. Man kauft ihn auf jeden Fall diesen Action-Held ab. Und das hat doch für mich Sinn gemacht. Die anderen natürlich so wie Tio Rossi und so weiter haben auch gute Leistung gezeigt. Und im schauspielerischen Bereich sehe ich es auch wirklich als Pluspunkt an und sage, das ist auf jeden Fall mehr als solide. Auf jeden Fall ist der Streifen auch sehr, sehr blutig. Wir haben sehr viele Splatter-Szenen dabei, viele natürlich Action-Szenen. Es wird eigentlich nicht langweilig. Wobei ich ja manchmal sagen muss, das Pacing ist nicht mal ganz rund, weil der einfach zu lange läuft mit seinen 2 Stunden 28 Minuten. Das ist dann ein bisschen zu viel und der hätte es vielleicht eine halbe Stunde weniger getan. Und da muss ich einfach sagen, das ist dann so ein bisschen auch nochmal der Minuspunkt. Ja, vielleicht meckern auf hohem Niveau, aber da muss man einfach sagen, okay, wenn die Kameraführung, natürlich die blutigen Szenen, die Action und natürlich auch das Schauspiel und die Charaktere sehr gut sind, sage ich mal jetzt so, das wird nicht so Richtung einer 8, Note 8, aber wir haben natürlich den billigen Plot und natürlich die Länge dieses Films, wo man einfach vielleicht so detailverliebt sein will, was man aber keinen Sinn macht in diesen Zombie-Streifen und man es auch ein bisschen übertreibt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und daher komme ich zu meinem Fazit. Auf jeden Fall ist Army of the Dead sehenswert. Ich kann euch den echt empfehlen. Schaut morgen mal rein. Ihr könnt natürlich gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr denn natürlich diesen Film findet. Natürlich kann man sagen, die Charaktere und natürlich diese Action und die blutigen Szenen leben von diesem Film. Einerseits ist die Story halt wirklich belanglos und es ist einfach so Kopf ausschalten und fertig. Im Kino wäre da vielleicht auch ein bisschen besser drüber gekommen, kann man vielleicht auch sagen. Aber wenn man natürlich ein vernünftiges Heimkino-System zu Hause hat, macht das auch Spaß. Der Sound war nämlich nicht schlecht und wie gesagt, das Bild macht auch wirklich Spaß.
Und ihr merkt auf jeden Fall, vielleicht wenn ich auch ein bisschen zu gehypt war und jetzt auch ein bisschen enttäuscht bin, dann nehme ich alle Punkte zusammen und gebe diesen einen Film eine Note von 7,5 von 10. So, dann bin ich auch am Ende meiner Kritik, hier meiner Review, und ich würde mich auf jeden Fall natürlich über ein Abo freuen, über ein Like und ja, ne, viel Spaß beim Schauen von Army of the Dead. Bis dann und schauen, bam!